Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich jetzt nicht mehr vor der Tür stehe, aber ich denke, ich muss nicht nochmal mit ihm sprechen, This oder? Dreary rain is making a miserable day even worse. Ja, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt einen schlechten Tag gehabt, wenn ich das jetzt alles nochmal neu hätte machen müssen. Ne, hier ist aber auch alles soweit noch drin. Okay. Mich hat das jetzt nur irritiert, weil ich auf Fortsetzen gegangen bin. Wahrscheinlich muss ich einfach auf Laden klicken, anstatt auf Fortsetzen. Kannst du mal stehen bleiben, wenn ich einmal kurz durch die Tür gehe? Achso, ich höre nur das Wasser, glaube ich, oder? So, wir müssten natürlich mal gucken, ob wir hier vielleicht Spuren noch sehen. Hier sehen wir jetzt allerdings nichts. Das verwundert mich doch ein bisschen. Okay. Also, theoretischerweise könnte er durch diese Gasse hier rausgeschoben worden sein. Theoretischerweise könnte er natürlich auch durch eine von diesen beiden Türen hier rausgeschoben sein. Ich bin jetzt auch gerade nicht so sicher, was ich jetzt hier eigentlich angeklickt habe. Moment. Nee, Spur des Entführers. Ach, das ist gar nicht angeheftet. Ja, super. Okay. Er hat uns endlich den Schlüssel für die Hintertür in seinen Garten gegeben. Genau. Müssten wir... Ah, jetzt sehen wir die nämlich. Ja. Okay. Sehen ja, aber ich kann nichts damit machen. Das heißt, wir sollen der wahrscheinlich nur folgen. Hier ist noch eine Spur. Da habe ich direkt schon eine gesehen. Ist hier noch irgendwas, was wir aufnehmen können? Auch nicht schon wieder. What does it say? Was da wohl steht? Da ist ein A drauf. Oder was? Ach so, ich habe wieder so ein Ding hier. Ja. Lass mich das doch mal umdrehen. Kann ich das? Hä? Wieso kann ich den nicht rausnehmen? Kann ich das erst rausnehmen, wenn ich die Puppe vielleicht da irgendwo ranmache? Moment, hier ist auch noch was. No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Aha, okay. Willkommen zur Schnitzeljagd. Mal wieder. steht das Gleiche drauf auf dem Hinweis, den ihr gerade in Händen halt, könnt ihr eine Puppe finden. Wird es euch gelingen, sie alle aufzuspüren? Das ist doch hier diese eine, wo Arthur Conan Doyle drauf war, oder? In einer Schubkarre. Da würde ich ehrlich gesagt gerne mal gucken, aber ich will natürlich jetzt auch hier weiter gucken. Das ist der Karren. Sehr schön. Den haben wir schon mal. Das Problem ist jetzt nur, ich würde wie gesagt auch gerne... Haben wir hier keine Karte? Moment. Wir haben doch... Ach, damit kann man die vergrößern. Ah, okay. Wir haben, wie ich finde, sehr unübersichtliche Karten. Das ist die Buchhandlung. Das ist wieder die Buchhandlung. Die ist grün. Ach, Quatsch. Ich gucke zweimal aufs Gleiche drauf. Natürlich ist das nicht die Buchhandlung. Das ist das Herrenhaus. So, wir sind jetzt quasi einmal drumherum gelaufen. Normalerweise müssten wir jetzt auch schon wieder an dem Platz hier auskommen, oder? Meine ich. Also ich behalte mir das mal eben, dass hier der Karren ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher. Wenn ich sicher bin, heißt das aber nicht, dass es so ist. Muss man dazu sagen. Dass wir, ich glaube, war es nicht in dieser Richtung mit der Buchhandlung? Nee, das sieht jetzt hier ganz anders aus. Aber wir sind doch hier reingekommen, oder? Durch das, ja, klar, hier sind wir reingekommen. Das heißt... dass irgendwo am Ende der Straße... Hier, Moment. Hier ist der Barbier. Hier ist der Buchshop, genau. Dann müssten wir nämlich hier zu dieser Statue kommen. Frage ist, aber da steht keine Schubkarre. Oder war die Schubkarre hier hinter gemeint? Das kann natürlich auch sein. Dann ist das die... Ah, ja. Okay, das war eine Schubkarre. Ich dachte, das wäre ein Stuhl, wo das drauf gelegen hat. Ja, dann ist das der Hinweis zu der Puppe, die wir ja sowieso schon gefunden haben. Also lassen wir das jetzt einfach mal. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich jetzt wieder in die richtige Richtung am Laufen bin.
Weil bei solchen großen Straßen hier und man läuft dann einmal da durch, da kann man schnell die Orientierung verlieren. Also ich auf jeden Fall. Obwohl ich sonst eine sehr, sehr gute Orientierung habe, muss ich dazu sagen. Aber halt, ne, wo man lebt und so. In Spielen ist das immer so eine andere Sache. Och, guck mal, was ist denn da schon wieder passiert? Ich glaube, da haben wir auch noch so einen Auftrag. Das arme Pferd. Dem können wir jetzt aber gerade nicht helfen. Oder vielleicht doch. Ja, ich glaube aber nicht, dass es dann dahin geht. So, dann machen wir hier weiter. Also, Hinweise, drei Hinweise. Moment, ein Stückchen. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather. Dachte ich mir schon. Ein Seil, das sieht auch gut aus. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Bootmannsstuhl, okay. Aber was ist... Ah, Moment. Ja, kann man Roy das rausziehen? Soulsby. Could that be the name of our man? Könnte, muss A nicht. strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Salpeter, okay. Ermittlungsort abgeschlossen. Sehr schön, aber wir wissen doch immer noch nicht mehr. Wir haben dort eine Geldbörse gefunden, Karrenspuren und hier ist auch noch irgendwas. Was ist das denn hier? A large pile of horse droppings. Ach, Pferde. Ah, vielleicht hat das ja doch was mit dem Unfall da hinten zu tun. Wer weiß. Vielleicht können wir dem armen Pferdchen dann doch helfen. Ah, da oben kommen wir nicht hin. War doch gerade irgendwas. Na? Oder sah das nur so aus, beziehungsweise hörte sich das nur so an? Bin mir nicht sicher. Das Problem ist, wir können uns nicht so viel bewegen. Und auch immer nur, ne, so ganz blöd in eine bestimmte Richtung. Und das nervt mich ein bisschen, dass man sich hier nicht so frei bewegen kann. Also kann ich sehr, sehr schlecht gucken. Das ist halt das, was wir schon haben. Ich hasse es, dieses zweite. Kann man das? Nee, hier kann man das nicht mit dem Ping machen, ne? Ah! Ach, die habe ich. Ey, ernsthaft? Ihr habt sie garantiert gesehen. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. Ganz ehrlich, ihr habt die garantiert wieder gesehen. Nehme ich mal sehr stark an, weil wenn man so von außen guckt, ist es immer was anderes, finde ich. Habe ich aber auch schon. Also bei Spielen, die ich selber jetzt nicht aufgenommen habe und wenn ich dann sowas angeguckt habe oder so, ich habe es dann auch sofort erkannt und die Leute machten da 10 Minuten rum. Aber wenn man es selber macht, ist es halt wirklich was anderes. Und ich habe mich so drauf konzentriert. Ich denke, dieses blöde Brett muss man doch irgendwie anvisieren. Ja, es war nicht das Brett, es waren tatsächlich diese riesigen Zigarettenstümmel, die da unten lagen. Ah, oh, herrje, herrje. So. Aber, ich meine, es ist ja schön mit den Zigarettenstummeln. Frage ist, ist das jetzt hier unser nächster... Ach, jetzt das Pferd steht wieder. Ach, meine Süße. Oder bist du ein Süßer? Nee, du siehst wie eine Süße aus. Oh, was ist denn mit dir los? Eben hast du noch gelegen. Mein Tier ist irgendwie, ich weiß nicht, das gehört wahrscheinlich nicht zum gleichen Fall. Das gehört zu gar keinem Fall, weil das ist wieder eine Puppe. Oh Mann. Unnaturally bent legs, yet they look to be a design choice. Komme ich da Seems jetzt to be rein? for me. Natürlich. Ah. Mit dem Hinweis, den ihr gerade erhalten habt. Durch das Tor, ich denke mal, das ist die Buchhandlung und der Blumenladen, wo wir waren. Und dann hinter dem Tor, aber das Tor war doch zu, soweit ich weiß, oder? Ich meine, das Tor war zu.
Jetzt ist auch noch die andere Sache. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo jetzt unsere Spur eigentlich hinführt. Ich dachte jetzt wegen Pferdeäpfel. Na gut, das könnte natürlich jede sein. Das könnte jetzt auch hier die Links sein, theoretisch. Aber die, das ist, glaube ich, eine von diesen Kutschen, die uns dann von A nach B bringt. Ich muss aber, vielleicht müssen wir auch mit dem Typen nochmal reden, das weiß ich nicht. Ich gucke jetzt mal kurz, ob das Teil hier offen ist. Ansonsten müssten wir irgendwie von hinten da rein. Ah nee, das war offen. Ah. Ja, cool, da sind wir zwar mal rumgelaufen. Oder haben wir hier schon eine... Nee, hier haben wir aber doch diese Dinger gefunden, oder? Genau. Müssen wir die da jetzt reinmachen? War das jetzt richtig, was ich überlegt hatte? Moment, wieso habe ich jetzt wieder zwei neue Hinweise? Hä? Hä? Ach so. Das sind keine neuen Hinweise? Anne. Da war doch, war das hier? Ja, hier irgendwo war das doch, meine ich. Da war doch was abgeschlossen. Ach nein, hatte das nicht mit, entweder mit unserem Fall zu tun oder war das hier drin? Nee, das war hier drin. Ah, geh mir mal aus dem Weg, Watson. Ich bin jetzt gerade total aufgeregt. So, Moment. Da müssen wir was hinmachen. So, dann kriegen wir den anderen Schlüssel. Ach, ich drücke mal die falschen Tasten. Jetzt bin ich gerade wirklich aufgeregt hier. Charles, okay. So, und jetzt machen wir rechts das noch rein. Nee, das war oben. Da. War das vorher auch so komisch grünlich? Also so halb durchsichtig? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Kann auch sein, dass das jetzt erst kam, wo wir die jetzt alle haben. So, sehr, sehr geil. Ich würde nur mal eben... gerne das ausprobieren. Wie ging das nochmal? Ich dachte eigentlich, dass wir irgendwo einen Fotomodus haben, wo wir ein Bild mitmachen können. Aber mit den beiden Sticks reindrücken, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Naja gut, dann... Ich wollte das so schön als Bild machen, als Coverbild. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Drei Hinweise. Totenscheine, N. Coltrane, Alter 12, oh je, Todesursache, Blutverlust aufgrund einer Beinverletzung. Ach, das ist bestimmt diese Puppe mit dem einen Bein. Tom Jill, Alter 5, Todesursache, Rauchvergiftung. Charles Potter, Alter 14, Todesursache, Verbrennungen. Und was ist mit der? Das ist dann die Mutter, oder was? Ja, sieht so ein bisschen aus. Last doll seems recently made. Allerdings ohne Haare. Neuere Puppe eines Mädchens. Sind im Himmel, so soll das wahrscheinlich bedeuten, hier mit den Wolken. Mary, Charles, Anne. Alle aus einer Klasse. Charles, Anne and Mary. Okay. Bin ich gerade am überlegen. Sie ist sauberer als die anderen Puppen und scheint neuer zu sein. Willkommen zur Schnitzeljacke. Gut, das hatten wir ja schon. Das sind die Hinweise vom Tatort. Seemannsknoten auch. Achso, Moment, ich habe hier noch was. Welche besonderen Merkmale weist der Entführer auf? Da haben wir noch gar nicht nachgeguckt hier. Doch, da hatten wir nachgeguckt, oder? Moment, Moment, Moment. Wohin führt Kimihias Spur? Wenn ich mich jetzt von gestern auf heute nicht vertue, dann ist das der, der entführt worden ist. Fernrohr Geldbörse. Da würde ich gerne hin. So. Fernrohr. Ja, ich weiß nicht, ob man das auch als Spur irgendwie sehen kann. Anscheinend ja.
Seemannsknoten und Visitenkarte müssen wir auf jeden Fall auch als... Visitenkarte darf ich nicht als Spur nehmen. Okay. Spur des Entführers. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache oder wie sich das hier auswirkt, aber... Schuppen und so weiter. Stoff im Ofenrohr. Ja gut, das gehört ja eigentlich auch alles dazu, ne? Fußspuren im Garten. Gehört ja eigentlich auch dazu. So. Ja, aber bringt mir jetzt irgendwie nichts von der Farbe hier. Ich weiß auch nicht. Aber da fehlt immer noch irgendwas, steht da. Oder ich kann irgendwas noch machen, damit es halt eben grün wird. Nur wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich jetzt da was Grünes hinkriege. Ich weiß auch nicht, kommt das Grüne, wenn ich drei blaue Sachen habe? Oder wo muss ich das jetzt genau? Überreste von, ja gut, Überreste von Kautabak. Passt ja eigentlich auch damit zusammen, aber Visitenkarte, Seemannsknoten, Fernrohr ist ja auch von ihm. So, das sind die Gegenstände. So, Beobachtungen. Halt die Fußspuren. Das sind Beobachtungen. Jetzt ist da was Grünes. So. Eine andere Beobachtung ist natürlich auch das Schloss. Aber das ist schon drin, glaube ich. Wenn das, ich kann es auf jeden Fall nicht mehr anklicken. Dokumente und Aussagen, Fußspuren im Garten. Ja gut, das sind keine Aussagen, ne? Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was das jetzt mit diesen Puppen hier auf sich hat. Also, dass jetzt nochmal eine neue Puppe hier hingekommen ist. Das heißt, die haben dann hier quasi ja, gewohnt oder wie auch immer. Aber hier habe ich... Achso, jetzt kann ich wieder was Neues machen. Okay. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe hier jetzt ja alle Hinweise gemacht. Das. Für die klügste Taube von allen. Du hast es geschafft. Du hast den letzten Schatz gefunden. Dies war allerdings nicht nur der letzte Schatz dieser Schnitzeljagd, sondern mein letztes Werk überhaupt. Für viele von euch, meine lieben Straßentauben, waren meine Rätsel der einzige Lichtblick in eurem tristen Dasein. Dieses Licht strahlte jedoch nur so hell, weil es von völliger Dunkelheit umgeben war. Nach dem Tod von Charlie, dem dritten von uns Vieren, wich jedoch selbst das letzte Quäntchen Freude aus meiner Seele. Das Leben hat uns gezwungen, einer Arbeit nachzugehen, die wir eigentlich gar nicht tun sollten, und uns damit den letzten Funken Leben ausgehaucht. Jeden Abend habe ich dafür gebetet, dass ich den nächsten Tag nicht mehr erleben muss. Einen Tag, an dem ich wieder die Schornsteine hinabklettern, den schrecklichen Rauch einatmen und das Geschimpfe der Arbeiter erdulden würde müssen. Dabei habe ich nie gelernt, wie man richtig betet. Meine Freunde dachten immer, ich sei der Stärkste von uns. Aber mit jedem Tod fühlte ich mich mickriger und schwächer, bis ich irgendwann gar nichts mehr fühlte. Daher sage ich Lebewohl. Ich hoffe, eines Tages werdet ihr Tauben euch alle emporschwingen und über das Meer fliegen. Und dann werdet ihr vielleicht in einer besseren Welt landen, in der ihr nicht mehr gezwungen seid, euer Leben für einen vollen Magen wegzuwerfen. Not sure I like the treasure hunt's ending. Could we really have saved her, Holmes? No. Solving this crime is beyond my reach. It is society who must work on sparing children from death by hard labor.
Ja, recht hat er. Auch wenn ich ihm jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so zugetraut hätte, dass er das jetzt so sagt und empfindet, sage ich jetzt mal, weil es scheint ihn ja doch sehr traurig zu machen. Und ich meine, klar, es ist natürlich auch ein sehr trauriger Hintergrund, der jetzt hier beleuchtet wird. Ja, ich wollte noch einmal kurz versuchen, mit dem Typen zu reden, ob ich da eventuell ja, ihm noch was zu sagen kann wegen der Spur. Ansonsten wäre das hier eigentlich ein ganz guter Abschluss, wenn ich mit ihm nicht mehr reden kann. Are you stupid, Mr. Holmes? Stop loitering and go and do your job. Okay, kann ich nicht. Also ich muss wahrscheinlich tatsächlich dann das Endergebnis erstmal abwarten und ich hätte jetzt auch außen rumlaufen können. Naja, egal. Ich bin jetzt hier rumgelaufen. Ich muss erstmal das Endergebnis abwarten, den Typen quasi wiederfinden, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt hier aber nicht in der Nähe. Konnten wir hier noch irgendwas machen? Irgendwas, was hier vielleicht noch rumliegt oder so? Noch irgendwas angucken? Das Brett auch nicht. Nee. So, jetzt erstmal nicht. Ja, dann würde ich erstmal sagen, da wir ja jetzt eigentlich mehr über die Püppchen auch in dieser Folge gemacht haben, werde ich das dann wohl auch als Titel nehmen. Und werde hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge uns wirklich darauf konzentrieren, wie es jetzt mit der Spur des Entführers weitergeht. Also ich werde dann auch nochmal schauen, also Pferdeäpfel deuten ja logischerweise auf Pferde hin. Und vielleicht auch auf dem Pferdekarren, nehme ich mal stark an, dass der dann umgeladen worden ist oder sowas. Und ja, da schauen wir dann mal. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich in die Richtung weg ist. Ich meine, es sieht hier alles sehr kaputt aus, muss ich auch dazu sagen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt von dem Pferdekarren oder von dieser Entführung alles passiert ist. Oder ob das schon vorher so gewesen ist. Wir schauen uns auf jeden Fall die Gegend nochmal ein wenig genauer an. Wenn wir in der Richtung nichts rausfinden, dann in der Gegend hinter uns, ob wir da vielleicht noch irgendwas sehen können. Wobei ich das eher nicht glaube, weil sonst wäre er direkt mit dem Karren zur anderen Seite gerollen, gefahren, wie auch immer. Und ja, wir setzen die Aufgabe dann in der nächsten Folge weiter fort. So. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.